Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. TV Allgäu Nachrichten mit der Mittwochsausgabe. Hallo und grüß Gott. Krankmachender Arbeitsplatz. Was passiert mit den schadstoffbelasteten Räumen auf dem Lindauer Bahnhofsgelände? Trotz Schneeschwäche, Oberstdorf ist gerüstet. Der Countdown für die Vierschanzentournee läuft. Und Traumjob mit Schritten, Tritten und Kleiderrascheln. Ales Rieder ist international gefragter Geräuschemacher. Ist das Gelände des Lindauer Hauptbahnhofs mit Giftstoffen belastet? Geht davon eine Gefahr für die Öffentlichkeit aus? Fragen, die derzeit in der Inselstadt für Aufregung sorgen. Aufgeworfen hat die Fragen der Untermieter eines ehemaligen Bahngebäudes auf dem Gelände. Gutachten hatten in dem Gebäude Giftstoffe gemessen. Wir haben in Lindau nachgefragt, was jetzt passieren soll. Im Jahr 2007 zog die Lindauer Firma Baas in dieses ehemalige Bahngebäude auf dem Areal des Hauptbahnhofs. In der Folgezeit klagten Mitarbeiter über Kopfschmerzen, Übelkeit, Hautreizungen und Herzrasen. Unternehmer Michael Baas konnte die Ursache nicht herausfinden. Ich war bei sämtlichen Ärzten, Hals-Nasen-Ohrenarzt, Internist, Allgemeinarzt und alle haben mich als sehr gesund bezeichnet. Und mir ging es aber immer schlecht, vor allem nachts. Und auch während des Aufenthalts in den Räumen, aber ich habe keinen Zusammenhang gewusst oder gefunden. Mir war das nicht klar, dass es mit den Räumen zusammenhängt. Dass diese Balken mit hochgiftigen Holzschutzmitteln behandelt sein könnten, das ahnte er zunächst nicht. Erst Anfang dieses Jahres wurde er auf die Idee gebracht, ein Gutachten über mögliche Giftstoffe im Gebäude machen zu lassen. Anstoß dafür war ein Besuch eines Architekten bei uns im Februar dieses Jahres, der das wohl bemerkt hat, der da auch sehr sensibel reagiert hat auf den Geruch und auf die, hat er also auch Wirkungen gezeigt und hat gesagt, hier stimmt was nicht. Und aufgrund dessen haben wir ein Gutachten anfertigen lassen. Und zwar zuerst ein Staubgutachten, welches wir dann im April auch bekommen haben und welches dann auch gezeigt hat, dass eben Giftstoffe in den Räumen sind. PCB, PCP, Permethrin, gleich eine ganze Liste hochgiftiger Substanzen wurde gefunden. Sie dünsten mutmaßlich aus dem alten Holz aus. Ob sie auch aus dem neuen Lack und dem Laminat stammen könnten, mit dem Baas die Räume renoviert hatte, das ist noch unklar. Bekannt ist, dass sich im Erdgeschoss früher ein Tanklager befand. Es ist daher belastet und nur als Lagerraum geeignet. Und was ist mit dem Boden des öffentlich zugänglichen Bahngeländes? Auch hier rein könnten Giftstoffe eingedrungen sein. Das gilt es ja jetzt herauszufinden. Wie stark ist das Ganze kontaminiert? Welche Gifte sind dort vorhanden? Im Sommer, wenn es heiß wird, wie stark gast das Ganze aus? Und ist es wirklich auch geeignet, dass hier kleine Kinder spielen und dass eben Kinder in Berührung kommen mit diesem kontaminierten Boden? Die Antworten stecken möglicherweise in einer 2009 von der Bahn angestellten Studie, die bisher nur intern Verwendung fand. In einer Pressemitteilung beschwichtigt die Bahn, was den Inhalt der Studie angeht. Die Deutsche Bahn weist die Behauptung zurück, wonach der Lindauer Hauptbahnhof schadstoffbelastet sei. Für die Reisenden im Bahnhof besteht kein Anlass zur Besorgnis. Und weiter? Bei der aktuellen Diskussion um die Bodenbelastung handelt es sich um Bahnflächen neben dem Lindauer Hauptbahnhof. Nach den Untersuchungen, die der DB vorliegen, besteht keine Gefährdung durch das Betreten und die ordnungsgemäße Nutzung der frei zugänglichen umliegenden Flächen. Wie belastet das Bahngelände wirklich ist, das will man im Landratsamt jetzt genau wissen. Landrat Elmar Stegmann gab bekannt, die Bahn werde ihm die Studie bis Ende der Woche zur Verfügung stellen. Außerdem hat er eine Bodenuntersuchung durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten angeordnet. Michael Baas hat damit einen Etappensieg erreicht. Ich will eigentlich das erreichen, was zum Teil jetzt schon passiert ist, dass man uns einfach mal zuhört. Was mich sehr freut auch nach dem gestrigen Tag war natürlich, dass der Landrat, die Stadt Lindau und auch die Bahn jetzt Aufklärung will, jetzt auch Gutachten gemacht werden. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze aufgeklärt wird und dass man dann, je nachdem, wie stark die Gefährdung ist, dann auch die Konsequenzen zieht.
Diese Überlegungen spielen auch deshalb eine wichtige Rolle, weil das Bahngelände in Zukunft neu genutzt werden soll. Die Bahn will die Fläche dafür verkaufen. Sollten die Flächen sanierungsbedürftig sein, dann würde das den Kaufpreis sicher beeinflussen. So ist davon auszugehen, dass das Thema in Lindau noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind für Sportfans oft eine Durststrecke. Während sich die Fußball-Bundesliga schon im Winterschlaf befindet, sind die Olympischen Winterspiele noch in weiter Ferne. Ein Event aber dürfte nach den Feiertagen wieder viele in die Arenen bzw. vor den Fernseher ziehen. Die Vier-Schanzentournee. Auftakt ist am 27. Dezember in Oberstdorf. Und damit dann alles reibungslos klappt, laufen die Vorbereitungen in der Erdinger Arena schon jetzt auf Hochtouren. Auch wenn es rund um die Skisprung-Arena in Oberstdorf noch etwas grün für die Jahreszeit ist, die fünf Schanzen sind bereits bestens präpariert. Im Fokus steht derzeit aber vor allem die HS 173. Sie ist die Austragungsstätte für das Auftaktspringen der Vier-Schanzentournee. Doch bevor hier am 27. Dezember die Tournee offiziell starten kann, müssen noch einige Handgriffe erledigt werden. Die Liste ist noch sehr, sehr lang. Also wir sind sie gerade heute Morgen mit unserem Team durchgegangen. Ich denke, es dürften knapp 1000 Positionen sein, die noch abzuarbeiten sind. Aber wir sind überall im Plan und natürlich gerade die Infrastruktur, die temporäre Infrastruktur verursacht natürlich einen relativ hohen Aufwand. Ab dem Wochenende kommt das Fernsehen. Die Verkabelungen fürs Fernsehen sind schon in vollem Gange. Also man sieht, da ist noch richtig viel zu tun. Trotzdem trainieren einige Teams schon fleißig auf den entsprechenden Schanzen. Auch die DSV-Adler um Bundestrainer Werner Schuster nutzen die kurze Pause zwischen den Weltcup-Wettkämpfen, um sich auf die Tournee vorzubereiten. Also wir haben die deutsche Mannschaft da, wir haben die norwegische Mannschaft da, die Tschechen sind da. Ich glaube, die Österreicher nutzen ihren Heimvorteil auf der Schanze in Innsbruck. Aber man sieht also, die sind gepolt auf die Tournee und man sieht es ja auch im Weltcup jetzt an den Ergebnissen. Die Österreicher sind nicht mehr die dominierende Mannschaft. Die Deutschen haben sehr stark aufgeholt, aber auch andere Mannschaften wie die Polen. Norwegen hängt noch ein bisschen, aber ist auch im Kommen. Man sieht also, die Tournee wird wahrscheinlich so spannend wie schon lange nicht mehr. Daher ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Karten im Vorfeld bereits groß ist. Allein in Oberstdorf rechnet man mit insgesamt 30.000 Zuschauern. Doch daraus wollten einige private Händler auch ihren Profit ziehen. Sie kauften im Vorfeld eine große Anzahl an Tickets auf und versuchten sie dann für den dreifachen Preis im Internet wieder zu verkaufen. Generell ist es ja so, dass wenn Tickets zu teureren Preisen verkauft werden, ist es ja grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass die Veranstaltung sehr gefragt ist. Das ist auch das, was wir dieses Jahr sehen. Die Tournee boomt so wie schon lange nicht mehr. Auch letztes Jahr war ja schon ein großer Ticketansturm da. Der ist dieses Jahr noch etwas größer. Es gibt noch genügend Tickets. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn Kunden woanders Tickets kaufen und das zu einem überhöhten Preis. Wir möchten hier einfach unsere Kunden, soweit es rechtlich von unserer Seite möglich ist, schützen. Und deshalb haben wir hier ausführlich informiert. Noch 10 Tage, dann fliegen sie wieder in Oberstdorf. Einen klaren Favoriten gibt es jetzt noch nicht. Die Vier-Schanzentournee hat bekanntlich ihre eigenen Regeln. Aus Allgäuer Sicht wären Podiumsplätze von Karl Geiger aus Oberstdorf und Maximilian Mechler aus Isny natürlich ein besonders guter Auftakt. Memmingen hat eine neue Blumenkönigin. Ihren ersten Einsatz mit Krönchen wird Jessie Keller zwar erst im Frühjahr beim Festival Memmingen blüht haben, aber schon jetzt hat sie ihre Vorgängerin Bettina die Erste, die Feuerlilie, offiziell abgelöst. Die 24-jährige Erzieherin wird im Laufe des nächsten Jahres PR-Auftritte wahrnehmen und Memmingen auch über die Stadtgrenzen hinaus vertreten. International wird es für sie am 1. Mai beim Apfelblütenfest in Südtirol. Ja, Blumenkönigin, das ist ein außergewöhnlicher Job und noch so einen besonderen Beruf, den man vielleicht gar nicht im Allgäu vermuten würde, den stellen wir Ihnen gleich vor. Nach den Wetteraussichten und kompakt mit den Meldungen des Tages. Trans-Siberian Orchestra. Das Rockoper-Ereignis mit mehr als 10 Millionen Konzertbesuchern in den USA. Das neue Album Tales of Winter. Tr-
Trans-Siberian Orchestra. Die Rocksensation aus Amerika mit dem Album Tales of Winter. Und ab Januar endlich auf großer Europatournee mit ihrer fulminanten Bühnenshow. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Service-Centern. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Fühlen Sie sich einfach wohl im Landhotel Grönenbach. Lassen Sie sich in unserem Wellnessbereich verwöhnen und entspannen Sie in unseren modernen und komfortablen Zimmern. Willkommen im Landhotel Grönenbach. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 700 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Die Meldungen des Tages. Großaktion der Polizei gegen die Drogenkriminalität. Wie die Beamten jetzt mitteilen, wurden bereits letzte Woche 18 Wohnungen im Bereich Kempten, Oberallgäu und Ostallgäu gleichzeitig durchsucht. Dabei wurden geringe Mengen Heroin, Cannabis und andere Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, sichergestellt. Die Polizeiaktion stand im Zusammenhang mit der Festnahme zweier Heroinkuriere, die im September 2013 im Stadtgebiet Kempten festgenommen worden waren. Bei einem missglückten Überholmanöver hat ein 59-jähriger Autofahrer heute Morgen einen schweren Unfall auf der B12 verursacht. Weil er eine entgegenkommende Fahrerin übersah, kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 24-jährige Frau und der Unfallverursacher wurden dabei in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Ein weiterer PKW prallte kurz darauf ebenfalls in die Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die B12 blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der Bau des zwischen Altusried und Leutkirch geplanten Ferienparks verzögert sich weiter. Wie das Unternehmen Centerparks als künftiger Betreiber der Anlage mitteilt, fehlt es nach wie vor an Investoren. Ausschlaggebend sei die Wirtschaftskrise in Europa und der Stellenwert der Tourismusbranche, so das Unternehmen. Centerparks hat deshalb beim zuständigen Regierungspräsidium in Tübingen eine längere Frist für den Bau des Parks beantragt. Eigentlich müsste der Ferienpark bis Ende 2015 gebaut werden, das sei aber nicht zu schaffen. Deshalb hat das Unternehmen jetzt bis 2017 Zeit, seine Pläne zu realisieren. Wie berichtet, sind auf dem ehemaligen Munitionsdepot in Urlau ein Riesenspaßbad mit karibischem Ambiente sowie 800 bis 1000 Bungalows mit bis zu 5600 Betten geplant. Durch einen Trick hat sich ein Betrüger am Dienstag Zugriff auf den Computer einer Familie aus Buchloe verschafft. Am Telefon gab sich der Mann als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und erklärte in englischer Sprache, dass der Computer der Familie mit Viren verseucht sei. Der 43-jährige Familienvater glaubte dem Betrüger und gestattete ihm den Zugriff auf den PC, um ihn per Fernwartung reparieren zu lassen. Daraufhin sperrte der Anrufer den Computer und wollte ihn erst gegen eine Gebühr wieder freischalten. Weil der Familienvater dann doch Verdacht schöpfte, konnte er weitere Handlungen des Mannes verhindern. Der Polizei ist die Masche schon länger bekannt. Ziel der Betrüger ist es, Sofortüberweisungen von teuren Servicegebühren oder die Herausgabe von Kreditkartendaten zu erzwingen. Ein Spaziergänger hat am Dienstag einem verunglückten Jäger das Leben gerettet. Der 67-Jährige war auf der Pirsch im Kemptener Wald zusammengebrochen und in einen Bachlauf gestürzt. Durch Zufall entdeckte ihn ein Spaziergänger und informierte noch rechtzeitig die Rettungskräfte. Mit dem Hubschrauber wurde der stark unterkühlte Mann ins Kemptener Klinikum gebracht. Sein Zustand ist weiter kritisch. Soweit unsere Meldungen vom 18. Dezember. Wir schauen aufs Wetter. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter.
Die Nacht bleibt trocken, am Bodensee bildet sich dichter Nebel. Im Unterland und am Alpenrand ist es teilweise bewölkt, bei frostigen Temperaturen bis minus 5 Grad. Der Donnerstagvormittag zeigt sich im gesamten Allgäu zunehmend bewölkt. Nur am Alpenrand kann sich die Sonne noch etwas durchsetzen. Am Nachmittag zieht aus Westen allmählich Regen heran, der oberhalb von 1000 Metern in Schnee übergeht. Die Temperaturen bleiben mild bei 6 Grad am Alpenrand. Freitag bleibt es trüb und nasskalt mit Schnee und Schneeregen bis ins Flachland. Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage, vereinzelt zeigt sich sogar die Sonne. Der Sonntag wird windig mit einem Mix aus Regen und Sonne. Wenn Sie in einem Film den Helikopter starten hören, Schuhgetrampel oder das Moon von Kühn, dann war Joe Fürst oder einer seiner Kollegen am Werk. Denn Joe Fürst ist Geräuschemacher. Was genau das sein soll, meine Kollegen haben ihn im Unterallgäuer Arlesried besucht. Fußgetrappel im Gras und ein leichtes Klappern von Holz. Diese Geräusche gehören zu Pinocchio. Der Film um die lügende Holzpuppe wird um Weihnachten im Fernsehen sein. Und sämtliche Geräusche darin sind von ihm, Jo Fürst. Trampelt, raschelt mit der Kleidung, wedelt mit dem Fächer. Er ist Geräuschemacher oder besser Geräuschenachmacher. Denn kaum ein Geräusch aus dem Film entsteht in Wirklichkeit durch den passenden Gegenstand. Also es macht mir besonders Spaß, viel Spaß, wenn ich Dinge erfinde oder wenn ich einfach, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sowas mache und ich verkaufe das als Lichtschalter, ja, oder wenn ich einen Vorhang zuziehe und ich mache, ja, und dann habe ich einen Vorhang zuziehen, weil mir ja das Bild auch hilft, gell? Also wenn man dann den Vorhang dazu sieht, ja, und ich so mache, dann wird dem Zuschauer gar nichts fehlen. Der würde einfach sagen, er hört einen Vorhang. Ja. Und das macht halt großen Spaß, immer wieder Dinge. Oder ich habe gerade einen Film, der auf der Alm spielt, gemacht. Und ich habe die ganze Zeit mitgeblückt. Ja. Oder ja, es ist doch viel einfacher, das live zum Bild zu machen und passend, wenn die Kuh blöd in die Kamera schaut oder rüber schaut, zu machen, ja, als das endlos draußen auf der Weide aufzunehmen. Und das sind die schönen Momente. Mit zwei Tüchern wedeln und schon hat man ein fliegendes Huhn. Jo Fürst bekommt den Film komplett ohne Ton. Die Geräusche macht er parallel, während er sich die Szene ansieht. Denn was kaum einer weiß, beim Filmdreh wird meistens nur noch der gesprochene Ton aufgenommen. Die vordergründigen Geräusche und die im Hintergrund, wie Vogelzwitschern oder Verkehrslärm, werden nachvertont. Also wenn ich einen Film angehe, es ist wie, also als würde ich am Fuße des Mount Everest stehen. Und also man muss sich das dann so vorstellen, also ich nehme eine Haltung ein und diese Haltung heißt im Moment sein. Ja. Sonst kann man auch nicht kreativ arbeiten. Also ich schaue auch nicht, was ist in der nächsten Szene oder was kommt jetzt noch daher und bin nicht immer dabei. Weil sonst würde ich ja Gas geben und die Handbremse ziehen. Ja. Das heißt, ich gehe her und lasse mich komplett auf die Szene ein. Und manchmal ist es wirklich so, manchmal flutscht das durch und sagen wir, oh, Wahnsinn, fertig, die Szene waren nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Manchmal sitzt man an einer Szene 2-3 Stunden, ja, und man übersieht die Zeit auch. Geräusche haben Jo Fürst schon immer fasziniert. Oder auch Krach, wie manch einer sagen würde. Als Kind strapazierte er die Nerven seiner Eltern mit einer Blechtrommel. Später wurde Musik seine große Leidenschaft. Eigentlich gelernt habe ich ja Filmmusik oder Jinglemusik und bin über die Musik zum Geräusche machen gekommen. Eigentlich per Zufall habe ich beim Projekt, wo ich die Filmmusik gemacht habe, in den Tunnel bei dem Film, wurde ich gefragt, Jo, kannst du Geräusche machen oder irgendwie Effekte machen? Und dann bin ich in die Bavaria Tonstudios und habe da das erste Mal einen Geräuschemacher gesehen, den Hans-Walter Kramski. Es war halt für mich, ja, also wenn es das gibt, dann war es doch Liebe auf den ersten Blick. Später legt Jo das aufgenommene Geräusch genau passend auf das Bild, auch wenn es sich für den Laien meist schon absolut synchron anhört. Das liegt sicherlich auch daran, dass Jo Fürst seinen Beruf schon seit 25 Jahren macht. Und die Liste der Filme, in denen er die Geräusche geliefert hat, ist lang. Resident Evil, der Bader-Meinhof-Komplex, Fräulein Millers Gespür für Schnee, das sind nur ein paar davon.
Die Geräusche sind für mich jetzt nochmal so ein bisschen eine Fortführung auf die Musik. Die Musik ist doch sehr eingeschränkt. Ja? Also wir haben eben das tonale System, wir haben die Harmonielehre lässt nicht viel zu. Man kann natürlich da über die Grenzen gehen, was dann aber nicht mehr wirklich schön klingt, finde ich. Ja? Und Geräusche sind frei. Ja? Und frei sein ist was Tolles. Also beim Arbeiten ständig was ausprobieren zu dürfen, immer Neues erfinden zu dürfen, immer gefordert zu sein, auch was Neues zu machen. Ja, also man versackt nicht so in dem Alltag, wo man jeden Tag 1000 Nägel herstellt, sondern ich darf jeden Tag kreieren. Und das ist schön, das ist ein Traumberuf. Und das noch mit Tönen und Klängen, das ist wunderbar. Hören Sie beim nächsten Filmabend mal genau hin. Sie können sicher sein, dass kaum eines der Geräusche auf natürliche Weise entstanden ist. Denn dafür gibt es ja Geräuschemacher wie Jo Fürst. Toller Job. Ja, einen tollen Job hat jetzt auch der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Gerd Müller. Sie wissen, er ist seit gestern Entwicklungsminister im Merkel-Kabinett. Eine türkische Zeitung hat ihm jetzt einen fast noch tolleren Job zugewiesen und ihn auf dem Titelblatt der Montagsausgabe zum Bomber der Nation erhoben. Sie ahnen es vielleicht, eine Verwechslung mit Fußballlegende Gerd Müller war der Grund für den tückisch-türkischen Fehler. Ein Redakteur hatte den Namen gegoogelt und war so auf den Fußballweltmeister von 1974 gestoßen. Die Verwechslung wurde zwar noch in der laufenden Zeitungsproduktion bemerkt, aber zumindest die Leser der Hürriyet in Frankfurt wurden per Titel über den neuen Entwicklungsminister mit Weltmeisterformat informiert. Sollte also Deutschland unseren Gerd Müller Anfang der Woche noch nicht gekannt haben. Jetzt weiß man, wer er ist, denn der Fall vom Bomber der Nation hat heute im Internet für viel Schmunzeln gesorgt und wird auf Facebook hoch gehandelt. Spenden ist eine gute Sache. Wie und wo die Hilfe genau ankommt, ist oft schwer nachzuvollziehen. Bei wem die Pakete der Johanniter Weihnachtstracker ankommen, das wissen die Mitarbeiter der Aktion ganz genau, denn sie fahren ihre Laster selbst nach Osteuropa bis zu den Familien, die eines der begehrten Päckchen aus Deutschland bekommen. Die Johanniter Weihnachtstracker, wir schauen gleich mal hinter die Kulissen. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse. Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Du kannst so vieles erst verstehen, wenn du dir selbst die Neugier lässt. Wer Augen schließt, um Schönes nur zu sehen, der wird dem Blinden gleich und vieles ihm entgehen von all dem weltgewordenen Rest. Gestatte dir, dich hinzuneigen zu dem, was dich zur Frage drängt. Das ist uns Menschen seltsam eigen, drum möge man uns bitte zeigen, wie alles stets zusammenhängt. Täglich mehr als eine Antwort. Grenzenlos. Der Zauber vom Winter. Fröhliches Treiben oder entspannter Genuss. Erleben Sie Linz von der Kulturmeile bis zur Stahlwelt. Mehr dazu finden Sie auf www.linztourismusinfo. Von Regensburg bis Linz. Wir freuen uns auf Sie. Am Samstag, den 21. Dezember, feiert das Allgäu sein drittes Ski-Opening am Oberjoch. Von früh bis spät gibt es volles Powerprogramm, kostenlose Skikurse und Skiverleih, April-Ski-Party mit den Lamas und vieles mehr. Mehr Infos auf www.allgäuer-skiopening.de.
Wie verbringen Sie Weihnachten? Vermutlich mit der Familie oder mit Freunden? Nicht so Marc Jäger. Er ist einer der Johanniter Weihnachtstrucker. Über die Feiertage bringt er gemeinsam mit vielen weiteren ehrenamtlichen Lkw-Fahrern die gesammelten Hilfspakete nach Osteuropa. Derzeit werden in ganz Bayern noch die Sammelstellen angefahren und die Pakete abgeholt, bevor es dann am zweiten Weihnachtsfeiertag richtig losgeht. Noch sind nicht viele Päckchen in diesem Johanniter Weihnachtstruck. Die müssen erst noch von verschiedenen Stationen eingesammelt werden. Erster Halt, die Edith-Stein-Schule in Memmingen. Alle Schüler packen fleißig mit an. Die vielen helfenden Hände kann Marc Jäger auch gut gebrauchen. Er ist Weihnachtstrucker und fährt gemeinsam mit seiner Begleiterin Heidi Kornes verschiedene Sammelstellen in der Region an. Also ich bin jetzt das sechste Jahr dabei. Habe angefangen nur mit diesem Einsammeln von den Paketen, habe die Johanniter da unterstützt und bin dann irgendwann auch mal mitgefahren in die Länder, also Albanien und Bosnien. Und gemacht habe ich es eigentlich, weil ich wissen wollte, was passiert mit den Paketen, wo gehen die hin, kommen die auch richtig an, ist es der Aufwand auch wert, was wir da machen hier in Deutschland. Zweite Station auf seiner heutigen Tour ist eine Firma in Ottobeuren. Die Mitarbeiter haben Pakete gepackt, die sie nun auf die Reise schicken wollen. Auch dieses Jahr sind die Ziele der Weihnachtstrucker die ärmsten Gegenden Osteuropas. Marc Jägers Erfahrung nach brauchen die Menschen dort dringend Hilfe. Also teilweise ist es sehr erschütternd, wie Menschen eigentlich am Rande von Europa leben müssen. Die Versorgung ist katastrophal, die Armutsgrenze ist sehr hoch. Korruption gibt es sehr viel, auch in Albanien vornehmlich. Da gibt es ja kein soziales Netzwerk wie in Deutschland, die sowas auffangen würden. Und deshalb empfinde ich es immer noch als sehr wichtig und richtig, dorthin zu fahren. Am Schulzentrum Ottobeuren ist erneut Stopp. Dort warten schon die Schüler des Gymnasiums. Es beteiligen sich aber nicht nur die großen Schüler. Auch die ganz Kleinen wollen den armen Familien helfen. Knapp 230 Pakete sind jetzt im Lkw. Wenn Marc Jäger alle Sammelstellen angefahren hat, soll der Truck mit 1200 Paketen beladen sein. Am 26. Dezember geht es los. Für Marc Jägers Familie bedeutet das, sie müssen die Feiertage ohne ihn verbringen. Es ist schon, ja, etwas hart von der Familie weg zu sein. Ich habe auch drei kleine Kinder daheim. Wobei wir fahren ja erst am zweiten Weihnachtsfeiertag, also wir genießen die Tage vorher natürlich dann dementsprechend. Ende der Woche soll der Lkw komplett mit Hilfspaketen gefüllt sein. Insgesamt 43 solcher Trucks machen sich dann über die Feiertage auf in Richtung Rumänien, Albanien und Bosnien. Heute geht zum 18. Mal ein Türchen in unserem Adventskalender auf und das bedeutet Zeit für unser Adventsversler. Winter heißt es heute und kommt von Andrea Lotter. Die TV Allgäu Adventsversler werden präsentiert von Zöttler Braukunst, gewidmet den Allgäuer Sagen. Winter. Tief verschneit sind Berg und Wälder, weiß verbrämt an jeder Strauch. Aus der Quelle über die Felder treibt's des Winters kalten Hauch. Alles ist gleich geworden, was gestern noch grä und gel. Alles deckt jetzt das weiße Feld. Ob's gestern jauchzt vor Wonne oder krank vor Schmerzen stöhnt, alles hat der Tod genommen, alles ist nun ausgesöhnt. Ruhet gut verhüllt im Dunkeln, bis der Tag des Licht steigt. Dann wird's blier und ein Funkler wird dem Leben neu geweiht. Winter von Andrea Lotter.
Morgen dann ein neuer Ausflug in die Welt des heimatlichen Dialekts. Außerdem bei uns, Wäsche machen ist eine Kunst für sich. Nachhaltiges Waschen als Schulfach. Die Memminger machen es vor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.